Herzlich willkommen bei Big GR Sea World in. Das klingt wie Sea World. Cut, zweite. Herzlich willkommen zu Big GR Sea World. In meiner neuen Rubrik: Wir machen es uns selber. Heißt so, denn es gibt gewisse Dinge am RC-Markt, die man in einer Form nicht kaufen kann, wie ich sie gerne hätte. Nämlich Schneeketten. Ihr kennt alle diese Schneeketten. Links gestrickt, rechts gestrickt, Verbindung, drauf dann. Funktionieren, keine Frage, aber schauen fürchterlich aus. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich Schneeketten-Strickspezialist. Das sind jetzt schon die neuen Schneeketten. Die zeige ich euch jetzt dann gleich in einem How-to-Do-Video, wie sie funktionieren. Sehr, sehr simpel und einfach zum selber machen, kosten nicht viel und schauen, finde ich, absolut scalig aus und sind sogar zum Spannen hier mit diesen Zusatzketten. Ich habe schon Schneeketten für meinen Unimog gestrickt, habe sie auch schon ins Netz gestellt. Unten ist der Link zum Blog von Marco, Marcos RC-Blog. Er war so lieb und hat meine Idee und meine Strickanleitung in seinem Blog aufgenommen, damit ihr alle was davon haben könnt. Die sind etwas anders gestrickt, wie man erkennt. Erstens einmal kleinerer Reifen. Hier mit einer anderen Spannvorrichtung und ein anderes Muster, funktionieren auch super. Aber ich wollte für mein großes Fahrzeug, für meinen 1:10er, auch Schneeketten haben. Das ist mein Wettbewerbsbaby, das ist ein Axial SCX10. Den habe ich jetzt mittlerweile schon einige Jahre, wie man ungemein erkennen kann. Das Fahrzeug ist eigentlich von sämtlichen Dingern, die da irgendwie sind, es ist wirklich benutzt, sage ich einmal. Ich liebe es, ich will es nicht hergeben, es wird immer mühsamer, weil fast mittlerweile jede Schraube irgendwie abgenudelt ist oder Dinge ausgeschlagen, aber der Fahrt, das Konzept funktioniert mit der Dämpfung, er ist einfach genial. Ich liebe es. Hat schon einige Kilometer am Buckel. Und für den wollte ich jetzt auch Schneeketten haben. Denn ich habe auf diesem Fahrzeug von Proline den Flatiron XL. Das ist ein ziemlich großer Reifen. Sehr dicker, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe schon größere Schneeketten gestrickt einmal. Das sind diese da. Die passen aber auf diese Art von Reifen. Und das ist ein, von welcher Firma? Ja, es steht BF Goodrich um, ist aber der Originalreifen vom Axial SCX10, wie er ausgeliefert wird. Der ist schmäler. Somit habe ich jetzt keine andere Möglichkeit gehabt, als separat für diesen Reifen eine eigene Schneekette zu entwickeln und zu stricken. Der Plan, wie es funktioniert mit Bauvorschritt und allem, ist wieder dank in Marco auf seinem RC-Blog, Marco RC-Blog, Marcos RC-Blog. Er ist auch der Veranstalter von Wildlife Cup. Ich hoffe, ich schaffe es dieses Jahr endlich einmal auf einen Wildlife Cup zu kommen. Vorgenommen habe ich es mir. Gut, viel Spaß beim Schneekettenstricken. Anleitung, wie gesagt, Marcos RC-Blog. So, meine Art, das zu machen, ist ein Holzbrett, hier einen Deckel von einem Marmeladeglas oder so, Konfitüre, wird an der Schraube fixiert, ist für die einzelnen Kettenglieder, damit sie nicht irgendwo rumkullen oder runterfallen. 1, 2, 3, 4 Nägel, einen fünften zum Befestigen, damit die Kette nicht runterfliegt, 2
Spitzzangen oder ähnliches. Einmal eine Silberkette, und zwar, das ist eine Fassadkette F130 1,3. Die habe ich bei einem Baumarkt gekauft, der mit H beginnt, in Österreich. Pro Kette, also pro Reifen, brauche ich ca. 1,60 Meter. Von dieser Kette, das ist die gleiche Fassadkette, nur schwarz lackiert, ist einfacher, damit man den Beginn und das Ende der Schneekette findet. Circa 50 bis 60 cm, bleibt ein bisschen was übrig, ungefähr. So, und natürlich ganz wichtig, der Plan. Wie, was, wo. Wie gesagt, Markus RC-Blog, da könnt ihr euch das runterladen. Anschauen, Fotos, wie das funktioniert. Und jetzt zeige ich euch das, wie einfach und simpel es ist, es sich selbst zu machen, denn die Schneeketten, die man zum Kaufen kriegt, sind hässlich. So, ich brauche für die linke Seite, die auch die Innenseite ist, die Innenseite des Reifens, 42 Kettenglieder. So, wenn du da aufpasst. Ganz wichtig, aufpassen beim Zählen. Ich hab sie gewusst. So, 41, das ist die Nummer 42. Das kann ich euch auch jetzt schon sagen, die erste Kette, die man baut, oder die man, ja, die man baut, erfordert sehr viel Geduld. Es dauert meistens recht lang. Aber ich kann euch beruhigen, mit jeder Kette, die man baut, wird es besser und besser. So, auf der rechten Seite brauche ich 46 Kettenglieder. Also mache ich das 47. auf. So, ich habe jetzt 46 rechts, 42 links. Jetzt brauche ich die schwarze Kette. Und zwar zur leichteren Findung von Anfang und Ende kommt jetzt am Anfang und am Ende jeweils ein schwarzes Kettenglied dazu. Damit ich weiß, okay, da ist der Anfang und da ist das Ende. Ich habe das bei den ersten Ketten mit Lackstift markiert, ist aber eher unpraktisch, weil der Lackstift geht runter. Ein Freund von mir, ein sehr guter Freund, hatte die Idee, nimm doch schwarze Kettenglieder, mir ist das zu blöd. Danke. Super, wunderschön. Man kann diese schwarzen Kettenglieder, die zu Beginn und zu Ende hier montiert sind, natürlich auch auf Panzerverschlüsse von irgendwelchen Ketten oder sonst irgendwas, die halt von der Größe dazu passen, austauschen. Das will ich auch noch machen. Denn wenn man das austauscht, dann kann man diese Ketten auch beim Fahrzeug, wenn der Reifen montiert ist, draufgeben. Ansonsten ist es wesentlich einfacher, wenn man den Reifen abmontiert und dann die Ketten montiert. So, die linke Seite noch. Jeweils am Anfang und am Schluss ein schwarzes Kettenglied. Schluss. Diese Sache kann man sich jetzt hier in dem Brett mit den zwei Nägeln wunderschön einhängen oder vier Nägeln, einmal linke Seite, einmal rechte Seite,
Das ist deshalb, damit ich da nicht durcheinander komme. Und angenehm und schön die einzelnen Kettenglieder montieren kann. Sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Einmal hier und einmal hier, denn ich muss sie zählen, damit ich die Verbindungsglieder richtig einhänge. So, das war der erste Schritt. Wie gesagt, 42 silberne, schwarzes am Schluss und am Anfang. Insgesamt 44 Kettenglieder linke Seite, ist die Innenseite. 46 silberne auf der rechten Seite und 2 schwarze, sprich 48 Kettenglieder auf der rechten Seite. Innen deswegen weniger, damit sich die Kette um den Reifen schließt, damit sie nicht drüber rutscht. Aber das sieht man dann in späterer Folge. So, erster Schritt, fertig. Der zweite Schritt sind die Verbindungen von linker Kette zu rechter oder von rechter zu linker. Das sind jeweils 8 silberne Kettenglieder. So, jetzt brauchen wir da den einen Nagel, den ich vorher schon gesagt habe. Und zwar aus dem Grund, es ist einfacher zum Zählen, wenn ich es mir hier spannen kann. Kettenglieder. Also zählen muss man können, aber nicht mehr als 10, weil man kann sie in 10er Schritten auch zählen. So. Irgendein Stapel zum Zählen, hier haben wir einen Imbus. 8. Hier haben wir 8, die Verbindung darüber gehen. Ich mache in dem Fall jetzt das 8. Glied auf. Warum? Weil ich ein praktisch denkender Mensch bin. Ich will dieses Kettenglied nur einmal in die Zange nehmen. Es beschleunigt ungemein den Produktionsprozess. Laut Plan beginnen wir jetzt direkt bei den ersten 2 schwarzen Verbindungen von schwarz zu schwarz. Das ist zu Beginn etwas tricky, aber man gewöhnt sich dran. Richtig in die Zange nehmen ist auch wichtig. Ich habe die ersten Ketten für Unimog mit einer kleineren Fassadkette gemacht. Die hat die Öffnung der Kettenglieder oben und unten und nicht seitlich. Die hat seitlich. Ist von der Stabilität her, glaube ich, besser. Aber es ist ein bisschen mühsam zum Reingeben. So, hier ist das erste. Ich mache das meistens so, dass ich zuerst einmal die linke Seite komplett mache. Hänge ich es auf der rechten Seite ein. Rechte Seite ist einfach, da haben wir 6 Kettenglieder immer Abstand. So, sprich hier das erste 1, 2, 3, 4, 5, 6 und am 7. hänge ich es ein. Das ist überall gleich auf der Seite. Auf der anderen ist es ein kleinerer Abstand, weil die Kette kürzer ist, damit sie besser gespannt ist innen und es sich mit Lenkungen etc. ausgeht. Hier habe ich beim ersten Element 5, also ich hänge es auf 6. ein, dann habe ich wieder 6, also ich hänge es auf 7. ein. Ist jetzt schwer, ich erkläre es euch dann, wenn die Dinger drinnen sind. Da habe ich jetzt schon 3 Verbindungsglieder eingehängt. Die Ketten sollten möglichst nicht verdreht sein. Ich zeige es euch. Ich hoffe, man erkennt das da jetzt. Schwer. Wenn sie verdreht sind, dann kann man die Kettenglieder nicht gescheit einhängen. Das muss alles immer ganz gerade hier weggehen. Also es darf nicht auf der Außenseite sein zum Beispiel, weil dann geht sich das nicht aus, die Ketten schauen fürchterlich aus und sie sind verstrickt. Also sprich, ein kleiner Tipp, runterhängen lassen. Aha, okay, schauen,
ist das alles gleich. Dass es nicht verdreht ist. So schaut es gut aus. Und dann hänge ich das da so ein, dass alle Kettenglieder gleichmäßig sind. Und dann kann ich das hier gut einhängen. Und mir ist nichts im Weg. Auf der linken Seite ist es etwas schwierig, denn ich habe nicht den gleichen Abstand zwischen diesen Kettengliedern. Laut Plan, mein eigener, fängt hier an, ich brauche hier 5 Kettenglieder Unterschied, also Abstand zwischen dem und dem. Sprich, ich zähle 1, 2, 3, 4, 5 und im 6. beginnt das nächste Modul und somit hänge ich es im 6. ein. Dann habe ich 6 Kettenglieder statt 5. Hier 5, hier 6 dazwischen. Sprich, ich fange an zum Zählen, wo ich es eingehängt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie man das sieht, habe ich schon Fehler. 6 brauche ich Abstand. Sprich, ich muss die Kette auf Nummer 7 hängen. Das ist das einzig Komplizierte da mit dem 5 und 6, aber es geht sich nicht anders aus. Tada! Es wäre schön, wenn das in Wirklichkeit auch so schnell ginge. Ich habe mich doch nicht verzählt. Das stimmt. So, da muss man halt wirklich schauen. Okay. So, einmal 5 Abstand, einmal 6 Abstand, einmal 5 Abstand, einmal 6 Abstand, 5 Abstand, 6 Abstand, 5 Abstand, 6 Abstand. Jetzt kann ich das da drüben einhängen, da ist überall 6 Abstand auf der Seite. Schwuppdiwupp und die Verbindungen sind fertig. Eben hier. Auf der rechten Seite 6 Abstand immer. So, sprich 1, 2, 3, 4, 5, 6 und auf 7. hänge ich es ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und auf 7. hänge ich es ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und auf 7. hänge ich es ein. Auf der rechten Seite. So, die Verbindungen, so schauen die gekauften Schneeketten aus. Ist genau auf 10 Minuten Sache. Wenn man viele macht, 5 Minuten Sache pro Kette. Ja, ist besser als keine. Aber ihr werdet gleich sehen, mit 2 weiteren Handgriffen macht man aus solche Ketten, so seltsam anmutende, nicht scalige, richtig schöne Ketten. Denn jetzt kommen die Verbindungen von hier nach hier, von hier nach hier, damit das Ganze wie eine richtige Schneekette ausschaut. Ich habe das Gegengleich mir ausgedacht, damit gegengleich die Felder sind, damit die Schneeketten mehr Grip haben. Ich fange auf der linken Seite an und zähle 1, 2, 3. Da hänge ich es ein. Der nächsten Kette 1, 2, 3. Da hänge ich das da dazu. Diese Verbindung besteht aus 5 Kettengliedern. Im nächsten Modul gehe ich auf die andere Seite. 1, 2, 3 hänge ich ein. Bei der nächsten Kette 1, 2, 3 hänge ich ein und mache da eine 5er Verbindung. Ich zeige es euch gleich, wenn nachher die Ketten drinnen sind. Tada! So, jetzt habe ich hier jeweils die Verbindungen eingegeben und es schaut schon mehr wie eine richtige Kette aus. Eben ganz simpel, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hier 5 rein. Im nächsten gegengleich auf der anderen Seite 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 Glieder rein, etc. etc. Unten habe ich ja hier dieses Verschlussglied mit den schwarzen Endstücken.
Ich brauche natürlich in der Mitte auch ein Endstück. Somit habe ich jetzt beim letzten unten keine 5, sondern 1, 2, 3 silberne, ein schwarzes, damit ich weiß, okay, da ist der Verschluss. Hier oben ist das fünfte Glied von diesem Element hier unten, auch schwarz markiert, 1, 2, 3 auf der Seite, damit ich weiß, wo ich es einhänge. Jetzt sind wir fast fertig. Jetzt gehören hier noch kleine Verbindungen hinein. Hier auch wieder gegengleich, gegengleich. Dann einfach, damit das Ganze besser auf den Reifen passt und etwas kleinere Felder und vor allem symmetrische, gleichmäßige Felder entstehen. Das ist relativ simpel auch. Ich nehme von der größeren Seite, also hier haben wir eben 5 Abstand, 6 Abstand, 5 Abstand, 6 Abstand. Ich nehme immer beim 6 Abstand. Hier habe ich 6 Abstand, da wo Platz ist. Hier gebe ich ein Dreier-Element hinein. Hier ein Dreier-Element, da ein Dreier-Element, wieder gegengleich. Hier wieder ein Dreier-Element, da ein Dreier-Element. Ihr seht es dann, wenn es fertig ist. Und dann habe ich die richtige Kettenform. Fokus, Fokus, tada, fertig. Hier jetzt die Dreierglieder eingefügt, so wie am Plan verzeichnet. Somit ist diese Kette fertig. Bevor jetzt noch der letzte Schritt kommt, die Spannvorrichtungen auf der Außenseite, ist einfacher, wenn man die drauf gibt, wenn die Kette am Reifen ist. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich habe hier schon meinen Reifen abmontiert, Proline Flatiron XL mit einer Bedlock-Felge. Ich ziehe hier, ein wenig, sieht man das besser, vorsichtig die Kette vom Brett runtergeben, wir haben hier die schwarzen Glieder oben und wir haben da unten die schwarzen Glieder. Ich lasse sie hier jetzt auf diesem Brett liegen, genau wie sie eigentlich aufgespannt war. Sprich, die rechte Seite ist die Außenseite des Reifens, wo man dann die Mutter fixiert. Die linke Seite ist die Innenseite zum Fahrzeug zugewandt. Ich lege diesen Reifen. Ah nein, einfacher. Siehst du, da ist mir ja was eingefallen. Viel einfacher. Ich habe die Kette jetzt hier noch liegen. Habe hier die schwarze Verbindung. Sieht man das da unten? Und oben. Jetzt mache ich nichts anderes, als dass ich das schwarze Kettenglied mit dem schwarzen Kettenglied, die linke obere Seite mit der linken unteren Seite, hänge ich beide schwarzen Ketten zusammen. Einhängen, das Kettenglied verschließen, so, jetzt haben wir da den ersten Kreis, den Reifen lege ich mir jetzt so hin, dass die Innenseite, sprich zum Fahrzeug zugewandte Seite, nach oben schaut. Und jetzt mache ich, auch daher legen, es ist egal, wie man sich leichter tut. Zur Erinnerung, hier die zwei Ketten, die ich zusammengefügt habe, die schwarzen, die nehme ich, ziehe ganz einfach so drüber. Der obere Kreis, den ersten, den man sieht, das ist die erste Verbindung. Das lege ich hier mal von oben ganz locker und einfach auf den Reifen drauf. Schau, dass die Kette schön sauber und glatt liegt, dass kein Glied verdreht ist oder kein Teil. Super, jetzt habe ich das da ganz easy und simpel am Reifen liegen. Nächste Sache ist,
den mittleren Kettenverschluss, die mittleren zwei schwarzen zusammengeben. Wenn man hier jetzt die kleinen schwarzen Kettenglieder mit sehr stabilen Panzerverschlüssen oder sowas austauscht, braucht man nicht einmal eine Zange oder man braucht den Reifen auch nicht runternehmen. Habe ich aber noch keine gefunden, muss ich mich erst richtig schlau machen. So, die zwei schwarzen in der Mitte zusammen. Verbunden. Jetzt haben wir da noch was weghängen. Das ist der letzte Verschluss außen, der hier auf den letzten schwarzen, hier auf das letzte schwarze Kettenglied eingehängt wird. Du weißt, dass du die Letzte bist, gell? Komm her. So. Somit haben wir hier den Reifen, also die Ketten, zusammengefügt. 1, 2, 3, das waren die schwarzen Glieder, die ich vorher vorbereitet habe. Wie ihr seht, das sieht schon sehr schön. Auf eine Schneekette kommt aber eine starke Belastung. Somit ist es absolut notwendig, dass ich im Vorderbereich diese Kette spanne, dass sie nicht runterrutscht vom Mantel. Deswegen ist auch der hintere Kranz, sind noch weniger Kettenglieder, damit ich hier keine Spannung brauche. Weil in speziellen für den Vorderreifen Entschuldigung, ist es extrem wichtig, dass hier in diesem Felgenbereich und hier auf diesem Mantel der Seite, dass da nichts ist, dass da keine Kette ist, weil die meisten Lenkungen kommen relativ knapp hier an diesen Reifen ran. Und wenn dann hier Ketten sind, oder das ist genauso auch die Dämpfung innen, da hat man einen Dämpfer mit der Feder, es bleibt hängen, da zerstört man sich das Fahrwerk. Somit habe ich versucht, das so zu stricken, dass ich hier nichts weiter brauche. Danke. Und es hält, ich habe schön Gelände probiert, es funktioniert super. Somit spanne ich vorne. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Mit der schwarzen Kette die letzten vier Verbindungen. Das ist relativ simpel auch, so wie ich versucht habe, alles einfach zu halten. Es sind 8er Kettenglieder. Die ganz einfach, ich sag's immer nur ganz einfach, ich bin mir sicher, es ist nicht für alle ganz einfach. Bei den größeren Feldern. Ich habe ja hier die kleinen Felder mit nur 3 Kettenglieder Unterschied und dann habe ich große Felder. Die großen Felder sind so ausgedacht, dass ich genau in der Mitte ein Kettenglied habe. Und in dieses Kettenglied wird im vorderen Bereich des Reifens die schwarze Spannkette eingehängt. Wie gesagt, das ist nicht schön. Die Kettenglieder immer schön und sauber zusammen drücken. Nicht so schlampig wie ich da gerade. Erstens einmal schaut es fürchterlich aus. Zweitens gehen sie dann auch viel, viel leichter auf. Man will gar nicht glauben, wie viel Belastung da auf diese Ketten sind. So, 8er, schwarzes Kettenglied. Da habe ich weniger Abstand, wieder viel Abstand. Viel Abstand in die Mitte einhängen. Da geht die auf, da geht die auf. Somit habe ich jetzt auch dann gleich noch mehr Vorspannung auf der Kette. Wo ist das große da? Da haben wir die Mitte.
erste Verbindung fertig. Das Ganze kommt jetzt noch 1, 2, 3, 4 Mal insgesamt. Tada! Fertig. 1, 2, 3, 4. Das kann man auch kürzer oder länger machen, wenn der Reifen einen bisschen Größenunterschied hat. Die Ketten sind aber eigentlich für einen Flatiron XL gestrickt, weil das eben dann alles perfekt passt. Gut, schauen, dass die Kette schön oben ist. Gleichmäßig, das kann man so ein bisschen verändern, indem man da am Gummi rumdrückt. Schauen, aha, ja, Kettenglieder, alle gut. Keins überkreuz oder so, super. Jetzt kann ich den Reifen aufs Fahrzeug montieren. Nachdem ich das Fahrzeug montiert habe, nehme ich mir einen Spanngummi. Das ist ganz einfach so ein Haargummi, den ich im Drogeriemarkt gekauft habe. Gibt es 4 Stück um 1,40 Euro oder so. Ist super, kann man auch als so ein Spanngurt oder irgendwas verwenden, um Dinge ans Fahrzeug zu schnallen. Sandblech oder Schaufel oder etc., was man halt mitnimmt. Das verwende ich zum Spannen. Wie gesagt, ist am Fahrzeug montiert und dann fahre ich nur da unten durch und fasse diese Dinge da alle zusammen und hänge das dank der Haken da irgendwo ein. Da, hänge das da ein. Am besten gegengleich, weil sonst schaut es komisch aus. So. Und somit habe ich die Kette gespannt. Es gibt hier eine schöne Form, Sternform, 4 Spannpunkte, die dann über die großen Ecken mit den kleineren Verbindungen nach hinten die Spannung halten und somit hier diesen Kranz fest am Reifen halten. Die Kette geht nicht wirklich runter. Ich bin schon gefahren, habe schon durchdreht, alles Mögliche, verändert sich nicht, passt perfekt. Ja, das ist meine Schneekette. 2.1, 2.0 war die kleine. Ja, stimmt ja gar nicht, das ist ja eigentlich schon 2.3. Das ist schon die dritte Art Schneeketten, die ich gestrickt habe. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Viel Spaß beim Nachbauen. Und wenn ihr noch andere Tipps haben wollt, wenn euch meine neue Rubrik, wir machen es uns selber, wenn euch meine neue Rubrik gefällt, lasst bitte einen Thumbs up da. Abonnieren wäre auch super. Und ja, wenn ihr mehr Folgen von Wir machen es uns selbst sehen wollt, dann bitte schreibt das in die Kommentare. Feuert es mich an. Bis dahin, viel Spaß beim RC-Fahren, beim Basteln und auch sonst im Leben. Euer Big G, macht's es gut. Für dich.